Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute mit einem kleinen Review-Part von Masters of the Universe Classic. Ich habe jetzt entschlossen, noch ein paar Figuren zu zeigen, weil ich ja noch ein paar habe, die ich sowohl ausgepackt als auch eingepackt habe. Das heißt, ich kann euch beides zeigen, in der Verpackung und außer der Verpackung. Total verrückt. Wir fangen heute an mit einem sehr großen Figürchen, was man sehr... Eigentlich ist es nicht eine Figur, es sind eigentlich, wie gesagt, 1000 Figuren, um genau zu sein. Man kann hier rumbasteln, wie man möchte. Und zwar geht es heute um Modulok. Modulok, der böse Wissenschaftler von der Wilden Horde, also unterstellt war ja Hordak, kommt natürlich auch standardmäßig in der braunen Schipperbox. Sieht auch ganz groß dran, den Namen Modulok mit dem Schriftzug von Master of the Universe Classic. Wenn wir dann die Packung mal aufmachen oder rausholen. Hoppa. Kommt natürlich die geile Box zum Vorschein. Das ist also die Box von Modulok von vorne. Was ich sehr geil finde, muss ich euch direkt vorweg mal zeigen, ist, dass Mattel sich sehr stark an der alten Box aus den 80er Jahren orientiert hat. Und zwar seht ihr jetzt so, das ist die alte Box und das ist die neue Box. Also man sieht schon, dass sehr viele Gedanken sich gemacht wurden. Das war jetzt ein geiler Satz. Die Hauptfigur ist gleich geblieben und ein paar Beispiele oder die Beispiele von den Verwandlungsmöglichkeiten sind hier auch auf der Seite übernommen worden. Finde ich sehr geil. Finde ich echt cool gemacht. Aber wir reden ja nicht über den hier, wir reden ja über den richtigen von der Classic Line. Also, Master of the Universe Classics Logo. Dann haben wir hier natürlich den Namen draufstehen. Modulok, Evil Beast of a Thousand Bodies. Logisch, weil er sich in 1000 verschiedene Varianten verwandeln kann. Manche sind sehr abstrus, gebe ich zu, aber es geht. Dann natürlich die Hauptfigur ganz groß hier in der Mitte mit dem geilen Castle Grayskull Stein Display. Finde ich sehr gut. Auf der Rückseite finden wir dann ganz einfach mal Modulok nochmal als Grafik. Dann hier die Bio, also die Biografie zum Modulok und einige Figuren, die wir aus dem Masters of the Universe schon kennen. Da wäre einmal Hordak, Mosquitor, dann Shadow Weaver, die sehr scheiße schwer zu kriegen ist, Leech, Grizzlor und Redlor. Ja, Redlor da ist eine andere Geschichte, dass er jetzt da steht. Aber wie sieht er jetzt eigentlich aus, die Figur? Macht die wirklich was her oder ist das nur Pustekuchen? Holen wir sie einfach mal raus. Also ist schon sehr cool displayed. Ihr habt es hier in so einem schönen Plastik. Ich mach's mal so. In so einem schönen Plastikschuber. Oh, das Ding sieht einfach nur geil aus. Also Modulok an sich mit zwei Köpfen und ihr könnt wirklich alles auseinandernehmen. Das ist jetzt der echte, in Anführungsstrichen. Aus der Cartoon-Serie kennt man, dass das der Ausgangsmodulok ist und der andere quasi, ja, wie sagt man das? Ein Extra. Aber auch hier könnt ihr ganz normal oder ganz coolässig die Arme entfernen und wenn ihr Bock habt, meinetwegen auch ein Bein da reinsetzen. Macht zwar keinen Sinn, aber es geht. Man kann es machen. Hinten hat er dann noch ein Verbindungsstück. Ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, ich möchte gerne zwei Köpfe haben. Gut, dann machen wir das mal so. Wir nehmen den Kopf mal ab. Ihr seht, der Kopf ist einzeln. Und ihr habt hier ein Halsstück. Das Halsstück müsst ihr natürlich dann rausnehmen, weil wir zwei Köpfe reinsetzen wollen. Also muss der dann auch raus. Um das jetzt zu benutzen, müsst ihr natürlich das kleine Dingens wieder an den Kopf ranmachen. Denn wenn ihr dieses T-Stück benutzt, davon gibt es übrigens insgesamt drei, habt ihr unten den Connector zum Körper. Also einmal, na, komm her, klack, und dann könnt ihr einen Kopf hier ansetzen und den anderen müssen wir natürlich dann rausholen und den anderen Kopf nebendran. Was ich sehr gut finde, ist, dass es wirklich schwierig geht und nicht so einfach, also dass die halten auch was aus, die Figuren, also die halten auch richtig zusammen und fest. Nehmen wir mal jetzt eine Klauenhand. So, jetzt habt ihr halt ein Monster mit zwei Köpfen. Zwei Arme ist ja auch geil. Ist ja auch normal. Die Display-Optionen, wie gesagt, sind für euch unlimitiert. Ihr habt jetzt dann noch verschiedene, das eine Bein habt ihr schon gesehen. Einmal dieses Clownbein, davon haben wir natürlich zwei. Dann diese Beine mit den grünen Applikationen, die gab es in dem alten natürlich auch. Und dann hier die roten Füße mit dem Lila dabei. Das sind so die Standardfüße.
Bei den Armen natürlich das gleiche. Passend zu den Clownbeinen gibt es hier auch die Clownarme. Dann wie gesagt drei von diesen T-Stücken, einmal größer. Wobei das eigentlich für den Kopf gedacht ist, das größere. Ihr könnt aber auch das kleine nehmen, je nachdem wie ihr das möchtet. Und zwei Schwanzenden und noch ein Mittelstück. Also ihr könnt das Mittelstück jetzt, sagen wir mal, hier an diese, hinten noch dran testen. So, zack. Und dann haben wir noch Möglichkeit hier zwei... Opa, bleib mal stehen, Mensch. Haben wir noch die Möglichkeit hier... Hier ein Bein ranzusetzen und das andere auch mal dazu. So, perfekt. Jetzt können wir nämlich auch eins dieser Enden benutzen. Wobei ihr seht, ihr könnt die an Beinen nur noch benutzen. Also ihr könnt alle sechs Beine auf einmal benutzen. Oder ihr entscheidet euch für das Schwanzstück, was keine Beinvorrichtung mehr hat. Das ist jetzt aber noch original eingepackt, das lasse ich mal. Dann das einfach hinten dran propfen und fertig. Fertig ist der Modulok. Waffen sind natürlich auch dabei. Genauso wie die Waffen aus den 80ern gibt es hier die Option, entweder, dass jeder einmal eine Waffe benutzt oder dass ihr die Waffe wieder verbindet. Also ihr steckt die aufeinander und habt dann dieses große Maschinengewehr oder Lasergewehr, wie ihr wollt. Und dann kann das halt einer in die Hand nehmen und dann ein bisschen Krach machen. Kommen wir mal schnell zu den Bewegungspunkten von Modulok, also von der Hauptfigur. Ihr habt, seht natürlich, das Molding ist Wahnsinn. Also das Sculpting, der Oberkörper ist super. Die Zwischenpartie ist sehr geil gemacht. Das Abdomen, die Beine, die Arme muskulös dargestellt. Das Gesicht richtig schön fies. Wo fangen wir am besten mal an? Die Beine habt ihr gerade schon mal kurz gesehen. Machen wir trotzdem mal kurz. Beine. Zum Schluss ist ja unten. Also Kopf, klar. Kopf ist klar. 360 Grad, links, rechts. Es geht oben, unten ist nicht so wirklich möglich bei der Figur, weil es kein Gelenk im Kopf hat. Das ist so Maximum. Aber ihr müsst dann schon ein bisschen mit dem Oberkörper arbeiten, um den nach oben oder unten gucken zu lassen. Aber macht keinen Abbruch. Arme, das gleiche. Ihr habt Schultergelenke, die ihr dann drehen könnt. Dann natürlich im Oberarm das Gelenk, das ihr drehen könnt. Den Ellbogen hoch, runter und natürlich in der Hand selber das Gelenk zum Rumdrehen. Den Oberkörper könnt ihr 360 Grad drehen. Und ihr habt den Crunch hier im Bauch. Also ein bisschen nach vorne und zurück geht das schon. Das einzige Teil bei Modulok, was ihr nicht auseinandernehmen dürft oder könnt, ist diese Verbindung hier. Das hier. Das könnt ihr nicht trennen. Wenn ihr das macht, ist die Figur kaputt. Das hat Mattel ein bisschen doof geregelt. Das könnt ihr nicht abmachen. Also das ist immer fest. Das ist auch ein anderes Material. Es ist so ein Rotocast-Kunststoff und das ist wirklich so ein bisschen gummimäßig. Beine haben wir vorhin schon gesehen. Ihr könnt einen Spagat machen. Ihr könnt die Beine 360 Grad rumdrehen. Ihr könnt dann natürlich hier oben den Oberschenkel könnt ihr drehen an sich. Dann das Knie auch. Bootcut habt ihr so gesehen. Vor und zurück natürlich. Und beim Fuß das gleiche. Was ich sehr geil finde, das ist, glaube ich, die erste Figur, wo ihr den Fuß extrem verbiegen könnt. Schaut euch das mal an. Also wenn ihr jetzt den Fuß so nehmt, ihr könnt ihn gerade setzen oder auch 180 Grad zu, 90 Grad zur Seite. Das sieht schon bei manchen Sachen echt übel aus. Aber es funktioniert. Also der Typ ist sehr beweglich. Sehr beweglich. Das können manche oder viele von den Masters-Figuren nicht. Also wenn ihr die Bio haben wollt, was für eine Geschichte Modulok hat. Ich kann jetzt mal kurz anreißen. Im Groben ist es so, dass er ein böser Wissenschaftler ist. Also jetzt hier, er hier, ne? Der ein böser Wissenschaftler ist, der wegen wissenschaftlichen Verbrechen gegen die Galaxie eingesetzt oder eingebuchtet wurde. Er hat aber irgendwas entwickelt, mit dem er sich zweiteilen konnte oder teilen konnte, seinen Körper teilen konnte. Klar, hier, Arm ab und so weiter und so, tralala. Und jedes Körperteil, was er abtrennte, hat sein eigenes Leben gehabt. Also es konnte weiter existieren. So sein eigenes Bewusstsein quasi. Und so hat er sich dann einen Fluchtplan ausgedacht. Er hat sich seinen Körper in Einzelteile mit Paketen quasi rausschicken lassen. Auf die Horde Prime World oder Welt. Und da hat er sich dann wieder zusammengesetzt und er hat sich Hordak angeschlossen. So, das ist jetzt mal so die Kurzversion davon. Das, meine lieben Nerds, ist der Modulok. Eine richtig geile Figur. Solltet ihr jetzt noch, voilà, der Glückliche sein, dass ihr diese Figur hier habt,
Multibot, könnt ihr die beiden komplett zusammenbasteln. Also ihr habt dann ein riesen Vieh. Zwei Figuren oder vier Figuren in einer. Also richtig krasse Teile könnt ihr daraus basteln. So, ihr Kekse, Vergleichszeit oder wie Pixel Dan sagt, Comparison Time. Hier seht ihr den alten Modulok aus den 80ern neben dem neuen Modulok aus den 2000ern. Ihr seht auch schon einen riesen Größenunterschied. Klar, weil die Master of the Universe Classic natürlich einen größeren Maßstab bekommen haben. Aber Wahnsinn. Ich finde es sehr cool. Es ist eine der wenigen Figuren, die unzerstörbar ist. Ihr kriegt die nicht kaputt. Ihr könnt die zusammenknüllen, ihr könnt die gegen die Wände schmeißen. Ja gut, wenn ihr jetzt in den Mixer schmeißt oder in eine Mikrowelle oder sonst irgendwas, dann geht es natürlich kaputt. Aber es bricht nichts, weil wenn ihr was brechen wollt, dann habt ihr die Teile in der Hand und könnt neu bauen. Das finde ich sehr geil und sehr innovativ. Hatten sie damals schon. Finde ich echt klasse. Was gefällt euch denn besser? Klassik-Version? Oder die neue Version. Ich hau euch noch hier das Bild rein, damit ihr das mal vom Nahen seht. Ich finde beide super. Das Spielzeug war seiner Zeit voraus. Finde ich immer noch. Mars of the Universe, Bombe. Was sagt ihr zu der Figur? Haut mir das mal in die Kommentare. Habt ihr die selber? Oder wollt ihr die unbedingt haben? Oder findet ihr die so doof? Oder ich habe keine Ahnung. Knallt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren, was ihr über diese Figuren denkt. Ich freue mich, dass ich die euch zeigen konnte. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit neuen Masters-Figuren. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wenn das so ist, lasst mir noch ein Däumchen da. Wer Träumchen und ich weiß, dass ihr auf Masters steht. Wenn ihr noch kein Abo habt, wäre es toll, mir eins zu geben. Würde mich auch tierisch freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Kekse.